gerichtet. Dann kommt das 1:0 für Düsseldorf, völlig überraschend aus dieser Situation. Steilpass, Mauritz ist da, Schuss, 1:0. Das war eine Überraschung. Die Kölner drängten und die Düsseldorfer schossen das Tor. Und da steht es beinahe 2:0. Passen Sie auf. Aber der Schiedsrichter hatte abgepfiffen. Da landet der Ball im Netz. Aber statt dieses 2:0, das 1:1 jetzt durch Sturm. Gleich durch einen Freistoß. Da ist er wundervoll gehoben. 1:1. Und direkt hinterher das 2:1 durch Hans Schäfer. Pfeiffer bereitet den Angriff vor. Da hat er den Ball. Schäfer auf den Kopf gespielt. Da ist er. Schuss, Tor. Das ist das Halbzeitergebnis. Wolfram kommt an den Ball. Stollenwerk hinterher. Foul. Wolfram scheidet eine Viertelstunde aus und Elfmeter ganz sonnenklar. Derweil schießt den Elfmeter geschickt täuschend. 2:2. Und direkt hinterher der andere Elfmeter. Handspiel. Passen Sie auf, da ist es. Und Sturm, den Sie jetzt rechts im Bild sehen, er kommt schon herbei, um den Elfmeter zu schießen. Unhaltbar. 3:2. Und dann kommt das 3:3 nach dem Eckball, den Sie jetzt sehen werden. Da ist der Eckball. Wöske mit dem Fuß dazwischen. 3:3 und Ende des Spiels.